Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren News-Folge bzw. einem Pferdekauf von mir. Und zwar heute am 7.7.2021 kamen die Percherons rein. Ich bin gehypt, ich freue mich mega. Und wir gucken uns die auch direkt an. Die stehen hier bei Marlies Farm und wie ihr seht, ist hier schon einiges an Trubel los. Das Update kam gerade erst raus. Oh, wunderschöne Tiere. Wunderschön. Richtig toll. Es gibt einen braunen, einen dunklen Apfelschimmel, einen Fuchs, dann noch einen Rappen, einen Schimmel. Und in Vorpinter steht noch ein heller Apfelschimmel. Wir stellen uns mal zu dem Fuchs hier. Köpfchen weg, danke. Also, das Percheron kommt mit einem Rassebonus von Stärke plus 4, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit plus 0, Ausdauer plus 1 und Agilität plus 0. Kann man ab Level 7 kaufen. Das Pferd in Vorpinter kann man ab Level 1 kaufen und sie kosten 850 Starcoins. Frankreichs geliebter sanfter Riese. Das Percheron hat eine Geschichte, die so facettenreich wie das Land ist, in dem es zu Ruhm gekommen ist. Das Percheron, dessen Stammbaum sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen lässt, als mächtige graue Trestier-Schlachtrösser gepanzerte Ritter in den Kampf trugen, ist nach der Region Le Perche im Nordwesten Frankreichs benannt. Als die berittene Kriegsführung zu Ende ging, fand das Percheron eine neue Verwendung als Kutschen und Arbeitspferd. Eine Zeit lang genoss die Rasse weltweiten Ruhm als ideales Zugpferd und wurde zu einem der meisten importierten und beliebtesten Pferde Amerikas. Entschuldigt meine Stimme, ich bin erkältet. Deswegen kann ich gerade nicht so gut lesen. Wenn man ein Percheron betrachtet, kommt man nicht umhin, seinen kraftvollen, wohlgeformten Körper zu bewundern. Mit seinen muskulösen Beinen, dem kräftigen Hals und dem markanten Kopf sieht das Percheron fast so aus, als sei es aus Marmor gemeißelt. Und doch ist die starke Rasse auch wendig und ausdauernd, dank der Einkreuzung von Arabern und Warmblütern in die Blutlinie. In ihrer Heimat Frankreich sind nur Percherons mit grauem und schwarzem Fell im Register erlaubt, aber in Amerika und auf Jorvik sind alle Farben willkommen. Heute gehören die Percherons zu den vielseitigsten Zugpferden weltweit. Sie ziehen Wagen und Schlitten, arbeiten in der Forstwirtschaft und nehmen sogar an Springreitwettbewerben teil. Das Percheron ist für sein angenehmes Temperament bekannt. Besonders beliebt ist es bei den Yorvik Rangers, die der Rasse den ihr eigenen Elchgang beigebracht haben, mit dem sie sumpfiges Gelände durchqueren können. Auch nach Jahrhunderten der Weiterentwicklung hat sich eins nie geändert. Das Percheron ist ein treuer Begleiter, der dich nicht im Stich lässt. Das mit dem Springreiten weiß ich jetzt nicht. Ich habe gelesen, dass sie wohl oft in der Dressur eingesetzt werden, weil die wohl einen sehr edlen Gang haben. Aber das mit dem Springreitwettbewerb, das habe ich jetzt nicht gelesen. Ich habe mich gestern mal ein bisschen ins Internet geschwungen, als der Trailer rauskam, weil mir die Gänge so edel und so dressurmäßig vorkamen. Und dann habe ich halt gelesen, dass die halt wohl auch in der Dressur eingesetzt werden, weil sie halt sehr elegante Gänge haben. Aber das mit dem Rennen, mit dem Springen habe ich bisher noch nicht gelesen. So. Was mir jetzt schon mal aufgefallen ist, ich habe die mir eben schon mal angeguckt, als ich geguckt habe, ob das Update draußen ist. Sie zittern etwas, weil die ein Kopfschütteln andeuten. Was ich finde noch sehr, sehr unrund ist. Genau dieses hier, so zack. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein motorischer Tick, sieht das aus. So, wir gucken uns aber jetzt erst noch den in Vorpinter an, bevor wir uns für eins entscheiden. Ja, man sollte vielleicht nicht gegen die Wand rennen. Aber ich bin, seit ich weiß, dass die Percherons rauskommen, also seit ich das Spoiler-Video gesehen habe, bin ich mega gehypt auf die. Ihr wisst, ich liebe Kaltis. Ich liebe alles, was groß und schwer ist. Und dann kommen die rein. Ich hätte mir zwar jetzt ein Remake von den Shire Horses gewünscht, aber es war ja jetzt auch eine neue Rasse dran. Es kam ja erst ein Remake, nämlich die der Araber. Deswegen hoffe ich darauf, dass bald auch die Shire Horses ihr Remake bekommen. Was sie definitiv verdient haben. So, ab nach Vorpinter. Ich werde mir heute nur eins kaufen. Vielleicht kommt zum Wochenende hin dann nochmal ein Percheron-Pferdekauf-Video und das muss ich gucken. Also, ich bin ja so ein Fan von Apfelschimmeln, gell? Und der hier ist ja wirklich ein schicker Kerl. Und ein Weibchen?
das ein Stute oder ein Hengst? Ich weiß es nicht. Jo, schnupperst du an meinem Starblaze? Boah, echt wunderschön. Wunderschönes Tier. Ich liebe die Mähne. Ich liebe den Farbverlauf von der Mähne. Und ich glaube, der die Gute hier wird. Ich liebe ja generell Apfelschimmel. Und ich... Oh, diese Augen. Diese blauen Augen. Oh, das ist definitiv eine Stute. Ja, also sie wird's. Ja, ich weiß. Ach, guck mal. Wir können das jetzt auch auf Deutsch machen. Wir können jetzt auch auf Deutsch ein Leerzeichen einfügen. Das ist ja cool. Das ist cool. Nee, stopp. Ich wollte Arctic Angel. Arctic Angel finde ich irgendwie total passend und ich werde sie als Spitzname Angel nennen. Arctic Angel. Ja. Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. Dann werde ich ihr jetzt was anziehen und dann sehen wir uns gleich irgendwo auf irgendeiner Koppel wieder. So, ich stehe hier oben jetzt auf Dews alter Koppel und ich finde, dieses Blau steht hier unwahrscheinlich gut. Das Zaunzeug und der Sattel ist der noble Kletschersattel bzw. das noble Kletscherzaunzeug vom Winter-Event letztes Jahr. Die Satteltasche ist, glaube ich, das von Pinter, genauso wie die Bandagen. Die Schleifen habe ich aus dem Global Shop und die hier ist, glaube ich, das Raildale, die Sattel, weiß ich nicht. Ja, erstmal das Erste. Wie ihr seht, sie hat Bandagen an. Also, Star Stable macht es jetzt auch wohl, dass die dickeren Pferdchen hier Bandagen anhaben können. Ich finde, sie sieht mega schön aus. In dem Blau. Ohne Witz. Erstmal zum Aussehen. Ich mag die Musterung unwahrscheinlich gerne. Ich finde, die Mähne sieht so toll aus von dem Farbverlauf her. Ich finde den Schweif sogar etwas kurz, aber ich finde den vom Farbverlauf her einfach wunderbar. Das Pferd ist so einfach stimmig. Ich liebe diese blauen Augen. Vom Aussehen her definitiv eine 10 von 10. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass die Zügel auch im Stehen durch den Hals backen. Aber gut, ist halt so. Interessiert mich jetzt eh nicht sonderlich, weil ich es sowieso nur von hinten sehe. Der Sattel sieht ein bisschen schief aus, hä? Oder kommt mir das nur gerade so vor? Keine Ahnung. Ich finde sie mega hübsch. Vom Körperbau her finde ich sie super getroffen. Und oh, ich bin einfach... Ich liebe hier diesen kleinen Fleck auf den Nüstern. Das finde ich so schön. Ich liebe es auch, wie die mit den Nüstern zittern. Also wie die Nüstern bewegen. Das finde ich total toll. Ich liebe diese Augen. Ich bin so in dieses Pferd vom Aussehen her verliebt. Ich werde jetzt euch die Gangarten unkommentiert zeigen und dann gebe ich später nach dem Friseur mein Fazit ab. Noch einmal drehen. Viel Spaß! Das waren die Gangarten von der Süßen. Und ich suche mir jetzt einen Friseur.
Und dann gucken wir uns die Mähnen an. Bis gleich. So, hier stehen wir jetzt beim Friseur in New Hillcrest. Erstmal gucken wir uns die Standardmähnen an, natürlich. Ich habe ja eben schon gesagt, dass mir dieser Farbverlauf hier, dieses Weiß und dann dieses Grau und dieses Dunkelgrau, dieses Hellgrau, finde ich super schön. Finde ich mega toll. Die Standardmähne ist einseitig. Den Schopf, kannst du vielleicht mal den Kopf ein bisschen runter machen? Dankeschön. Finde ich super schön. Ich finde ihn super detailliert. Ich finde die ganze Mähne wunderschön detailliert. Den Schweif sieht man jetzt hier gerade nur so ein bisschen blöd. Das Pferd hat einen ganz schön dicken Hintern. Aber ich finde auch hier den Farbverlauf super schön. Ich liebe es, was sie aus dem Ende gemacht haben. Sonst hatten die ja immer so dicke Strähnen. Jetzt sind das so schöne, wunderschöne, detaillierte Strähnen. Es ist einfach wunderschön geworden. Richtig schön. Auch wenn ich den Schweif ein bisschen kurz finde. Dann haben wir hier die kurze Mähne. Würde ich ihr jetzt nicht drauf machen. Weil es bei ihr sehr hängstig aussieht. Das macht sie sehr breit vorne. Ich meine, ein Percheron ist breit. Ist ein Kalti. Aber trotzdem würde ich ihr jetzt nicht drauf machen. Finde ich aber trotz allem sehr schön, sehr detailliert. Ist beidseitig. Der Schopf gefällt mir jetzt nicht so gut. Ich glaube, am Schweif ändert sich gar nicht viel, gell? Ich glaube, der wird nur ein bisschen dünner. Den sieht man jetzt gerade ein bisschen schlecht. Ja, dann gibt es halt die normalen Standardzöpfchen. Finde ich aber auch schön, dass sie hier dieses, zumindest versucht haben, den Farbverlauf reinzubekommen. Finde ich super. Das hat SSO ja dann eher so nicht. Finde ich aber schön, dass sie es gemacht haben, dass sie den Farbverlauf, also die verschiedenen Farben der Mähne auch reingebracht haben. An dem Schweif ändert sich so eigentlich nichts. Der ist oben ein bisschen heller, aber sonst. Dann haben wir hier die Mähne. Finde ich, ist auch ganz okay. Würde ich aber jetzt auch nicht drauf machen. Auch wieder nur einseitig. Köpfchen runter, Madame. Guck, die ist so eingebildet. Dankeschön. Schopf geht eigentlich. Finde ich ganz okay. Der Schweif ändert sich nicht. Also am Schweif haben sie diesmal Gott sei Dank nichts gemacht. So, die Mähne, die finde ich ehrlich gesagt richtig hübsch. Finde ich super schön. Würde ich aber jetzt auch nicht drauf machen, weil ich die Standardmähne gerade mehr mag. Sind wir bei der? Ja, ich glaube, wir sind bei der, oder? Sind wir bei der? Ich weiß nicht mehr, bei welcher Mähne wir waren. Die hatten wir schon, okay. Also waren wir jetzt bei der hier. Ich mach die nochmal von neu. Ja, das ist die kurze. Die hier finde ich ganz hübsch. Da mag ich auch den Schopf. Ist auch wieder nur einseitig. Ja, Schopf ist hübsch. Am Schweif haben sie wirklich nicht viel verändert. Da haben sie nur ein bisschen die Farben rausgeholt. Und das Percheron hat einen speziellen Mähnenstil. Nämlich dieses geflochtene. Finde ich ehrlich gesagt schrecklich. Zumindest auf ihr. Ich finde, das steht hier überhaupt nicht. Finde ich so gar nicht. Also ich mag auch diesen, ach, da sind wir. Ich mag diesen Zopf da vorne nicht. Das sieht so bedeppert aus. Ich mag allerdings dieses kleine Herzchen, was dann da oben am Schweif ist. Das würde ich sogar noch lassen. Aber die Mähne hier an sich, geflochten, finde ich so überhaupt nicht schön. Ich finde das überhaupt nicht schön. Wir bleiben bei der Standardmähne, bei der Süßen. Also, mein Fazit ist, das Percheron finde ich super gelungen. Ich finde, man merkt beim Galopp, also bei der schnellsten Gangart, dass das Percheron nicht darauf ausgelegt ist, hohe Geschwindigkeiten zu erreichen. Ich finde, man merkt dieses Schwerfällige, dass die Percherons durchaus haben, wenn die eine hohe Temperatur, Geschwindigkeit erreichen sollen. Es sind halt keine Rennpferde. Das merkt man einfach auch im Körperbau. Es ist einfach etwas schwerfälliger dann. Und ich habe schon wieder ein Verfressens bekommen. Immerhin war er während dem Friseur ganz lieb. Ich finde den Elchgang, den die haben, ganz hübsch, ist okay. Hallo? Hä, läufst du auch mal? Was war das denn jetzt?
Egal. Hier dieses. Ja. Und Mine rennt gegen einen Zaun. Hier dieses schwerfällige. Gott, Gott, Gott. Das finde ich toll, dass sie es reingebracht haben. Weil es ist einfach so, die Pescherons sind keine Rennpferde. Das haben die beim Kleidzeug, glaube ich, auch reingebracht. Ich finde die Animation finde ich super toll. Und den Start, finde ich, ist mal was komplett Neues. Weil normalerweise haben die diesen Sliding Stop, nennt man das, glaube ich. Dieses schnelle Stoppen. Und das Pescheron, das läuft dann einfach ein Stück weiter. Es rutscht zwar auf dem Hinterbein ein bisschen, aber ich finde dieses kleine Stoppen, finde ich total hübsch. Ich mag das Steigen auch sehr, auch wenn ich mir ein bisschen gewünscht habe, dass sie ein bisschen mehr höher, ein bisschen höher gehen. Damit es so richtig schön kratscht, wenn es auf den Boden kommt. Wie beim nordschwedischen Kaltblut. Aber ich finde es mega. Ich finde es hübsch. Ich bin begeistert vom Pescheron. Ich finde den Preis dafür, dass die eine spezielle Animation haben und noch einen speziellen Man-Stil und so top aussehen, finde ich 850 Starcoins wirklich gerechtfertigt. Finde ich mega, dass sie so günstig sind. Im Spoiler-Video stand ja von wegen, dass sie 950 kosten sollten. Und als ich dann gesehen habe, dass sie 850 kosten, dachte ich mir, geil. Mega ist mega. Ich glaube, im Spoiler-Video konnten die aber auch liegen. Das können die hier nicht. Nee, können die nicht. Also im Spoiler-Video konnten die liegen, aber ich glaube, die Gangart war nicht drin, dieser Elchgang da. Also, wenn ihr Kaltblüter liebt, kann ich euch das Pescheron nur empfehlen. Ich bin begeistert von diesem Pferd. Ich liebe sie jetzt schon und ich freue mich drauf, sie auszuleveln. Also, ich würde nicht sagen, dass sie perfekt ist wie jetzt der Araber der Generation 3. Weil hier und da sind noch kleine Fehler, gerade jetzt zum Beispiel, dass sie dieses Kopfschütteln reingemacht haben, was nicht so ganz genau dieser motorische Tick da. Ich finde nicht, dass das wirklich realistisch aussieht, weil das halt, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Es sieht für mich aus wie ein motorischer Tick. Und nicht wie ein einfaches Kopfschütteln. Da sind so ein paar kleine Fehler drin, aber ich finde sie für den Preis, finde ich sie absolut gerechtfertigt. Ich finde sie von den Animationen her toll. Ich finde sie wirklich von den Farben her, finde ich sie mega toll. Natürlich, es sind jetzt halt die klassischen Farben reingekommen. Schwarz, braun, weiß. Ist halt so. Ich glaube, bei den Pescherons gibt es aber auch nicht wirklich so Farbvariationen, soweit ich das jetzt gelesen habe, weil hat Sastel ja auch reingeschrieben, in Frankreich ist es halt nur Schwarz und Weiß erlaubt und in den anderen Regionen sind halt alle Farben irgendwie erlaubt. Deswegen, ich glaube, da gibt es sowieso nicht so große Farbvariationen. Aber ich bin begeistert. Ich bin einfach nur begeistert von diesem Pferd. Ich finde sie wunderhübsch. Ich kann sie euch nur empfehlen, wenn ihr genauso Kaltblüter-Fan seid wie ich. Gell, Mäuschen, mein kleiner Angel. Ja, dann verabschieden wir uns hier jetzt. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!